Herzlich willkommen zu den Psychcast News Nummer 16. Heute geht es um Cannabis und was das in der psychiatrischen Behandlung so für Konsequenzen hat, um eine ganze Reihe von weiteren Themen. Mein Name ist Dr. Jan Dreher, ich bin Psychiater und wenn euch solche Themen interessieren, dann bleibt einfach dran. Also die Cannabis-Legalisierung ist durch. Die Welt ist nicht untergegangen, entgegen dem, was alle so gesagt haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Konsequenzen, die man berücksichtigen sollte. Das Wichtigste habe ich schon in einem Video vor 2 Jahren auf diesem Kanal gesagt. Ich finde es gut, dass die Kriminalisierung aufhört. Aber eine nebenwirkungsfreie Droge ist Cannabis natürlich nicht. Natürlich kann das Psychosen auslösen und verstärken. Das kann ein amotivationales Syndrom machen. Aber dazu ist jetzt schon sehr viel gesagt worden und ich will das alles nicht wiederholen. Ich will jetzt auf 2 Aspekte eingehen, die in der psychiatrischen Behandlung eine Rolle spielen, denn dafür ist dieser Kanal ja insbesondere da. Der eine ist nicht nur, dass Cannabis zum Konsum ist ja jetzt juristisch anders einsortiert worden, sondern auch das Medizinalcannabis. Es gibt ja THC auch als Medikament, Dronabinol zum Beispiel. Und das war bislang ein Betäubungsmittel, musste im Betäubungsmittelschrank aufgehoben werden und musste über BTM-Rezepte verschrieben werden. Etwas umständlich. Das hat sich geändert. Seit dem 1. April haben wir das Dronabinol buchstäblich aus dem Betäubungsmittelschrank in den normalen Medikamentenschrank umgeräumt. Und wenn wir es jetzt verordnen, dann nicht mehr auf einem Betäubungsmittelrezept, sondern auf einem normalen Rezept, was schon wesentlich einfacher ist. Und das zweite ist der Umgang mit Cannabis in psychiatrischen Kliniken. Also dadurch, dass der Konsum zu Hause jetzt erlaubt ist, heißt das ja nicht, dass man ihn während einer psychiatrischen Behandlung konsumieren darf. Das Trinken von Alkohol ist ja auch erlaubt im normalen Leben, aber während einer psychiatrischen Behandlung auf einer psychiatrischen Station darf man trotzdem keinen Alkohol trinken. So bleibt es natürlich mit dem Cannabis verboten, während der Behandlung und auch während der Wochenendbeurlaubung Cannabis zu konsumieren, weil Cannabis schlecht für psychiatrische Erkrankungen ist. Also, dass ich zum einen sage, es ist gut, dass das legalisiert wird, heißt ja nicht, dass psychisch kranke Menschen Cannabis konsumieren sollen. Das ist nämlich in aller Regel schlecht. Und beim Alkohol ist es ja so, nach Wochenenderprobung, da messen wir schon mal ETG. Das gibt uns ist ein Laborparameter, der uns einen Hinweis darauf gibt, wie der Konsum in den letzten 3 Tagen war. Oder wir machen einen Atemalkoholtest. Das gibt uns ein klares Indiz, ob nun gegenwärtig eine Intoxikation vorliegt. Und beim Cannabis kann man auch den Blutspiegel bestimmen, entweder mit Schnelltests qualitativ oder im Labor quantitativ. Aber diese Untersuchung gibt keinen Hinweis darauf, ob gestern in den letzten 3 Tagen oder in der letzten Woche konsumiert wurde, sondern nur, wie stark ein Konsument überhaupt früher in den letzten vielen Wochen und Monaten konsumiert hat. Denn Cannabis, THC lagert sich sehr lange im Fettgewebe ab. Und ich habe eine aktuelle Untersuchung dazu gesucht und keine gefunden. Diese hier ist aus dem letzten Jahrtausend, hat aber genau das untersucht, was ich zeigen wollte. Und die Quelle findest du in den Shownotes und ich zeige später, wie man an die Shownotes kommt, nämlich im Newsletter, also zeige ich gleich noch. Naja, und hier sieht man mehrere Probanden und die Untersuchung gibt dann auch eine Auskunft über die Verallgemeinerung, die bis zum Tag 0 Cannabis konsumiert haben und die dann keinen Konsum mehr hatten. Und das zeigt, dass der Blutspiegel über viele Tage, also hier 24, 30 Tage, so langsam und schwankend sinkt, aber eben nicht innerhalb von 1-2 Tagen auf 0 oder wie beim Alkohol innerhalb von Stunden auf 0. Und das bedeutet, wenn man jemanden aufnimmt und der gibt zu, bis zur Aufnahme THC konsumiert zu haben und man misst irgendeinen Wert, dann bedeutet es gar nichts, wenn der eine Woche später einen höheren Wert hat. Wie gesagt, der Wert schwankt sehr oder einen gleich hohen Wert oder nur einen etwas niedrigeren Wert. Das heißt überhaupt nichts. Gut, wenn jemand 2-mal hintereinander im Abstand von einer Woche auf 0 war und dann ist der Wert plötzlich wieder sehr hoch. Das spricht schon stark dafür, dass es auch einen neuen Cannabiskonsum gegeben hat.
Aber das, was man auf der Station häufig sieht, also wenn jemand mit einem Wert von 60 kommt und dann hat er 40 und dann hat er 20 und dann hat er die Woche drauf 30, das sagt uns gar nichts. Das sind die normalen Schwankungen. Und deswegen kann man auch keine therapeutische Konsequenz ziehen, wenn der THC-Wert im Blut steigt. Man kann insbesondere niemanden disziplinarisch entlassen, weil es wirklich nicht beweist, dass er in der letzten Woche konsumiert hat. Und deswegen sollte man es auch nicht messen, wenn es einen nicht interessiert. Und ihr habt ja die Diskussion mitbekommen, wie die Grenzwerte für den Straßenverkehr sein sollen. Also diese Studien zeigen, dass wenn jemand sehr viel konsumiert hat in den letzten Wochen und dann aufhört, dass er noch längere Zeit Werte auch über 3,5 Nanogramm pro Milliliter haben kann und dass das mit der akuten Fahrtüchtigkeit natürlich wenig zu tun hat. Dann sollte man besser Straßenbahn fahren. Und die nächste Nachricht ist, die Kölner KVB hat jetzt entschieden, fürs Schwarzfahren kommt man nicht mehr ins Gefängnis. Also früher war es so, wenn man dreimal hintereinander in einer bestimmten Zeit schwarz gefahren ist, dann wurde man angezeigt, einer Straftat angezeigt. Das wird jetzt nicht mehr gemacht. Das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro, das wird nach wie vor eingefordert und auch eingetrieben. Aber angezeigt wird man nicht mehr. Das bedeutet, der Strafverfolgungsaufwand für die Strafverfolgungsbehörden sinkt. Uns kommt auch keiner mehr ins Gefängnis. Da kann man sagen, naja, Schwarzfahren ins Gefängnis, ist das so häufig? Das ist häufig. Leute, die wiederholt schwarzfahren, beispielsweise, weil sie kein Geld haben. Obdachlose, Drogenabhängige, psychisch Kranke. Und wiederholt aufgegriffen werden und dann angezeigt werden und das ganze Strafverfahren über eben dieses Geld nicht zahlen können, die kommen oder kamen bislang in der Vergangenheit schon häufig ins Gefängnis. Und das ist völlig sinnlos, ne? Das ist wirklich klar. Und es gibt jetzt ja auch Überlegungen, das bundesweit abzuschaffen. Die KVB ist mit gutem Beispiel vorangegangen, wollte ich hier erzählen. Eine Studie zeigt, dass die Wartezeiten auf Psychotherapie doch kürzer sind als angenommen. Und ich finde die Studie ganz interessant, weil sie sich mit meiner subjektiven Wahrnehmung deckt. Es gibt ja so die Legende, naja, so an Psychotherapie kommt man überhaupt nicht. Das hat ja Wartezeit von einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr und wenn man Pech hat, länger. Aber meine Wahrnehmung ist, wenn wir versuchen, Patienten in eine Psychotherapie zu vermitteln, dann geben wir immer die gleichen Hinweise. Also im Moment ist unser Hinweis Nummer 1, ruft die Telefonnummer 116 117 an. In Nordrhein-Westfalen funktioniert das jedenfalls. Das ist die Terminvergabestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die wissen eigentlich, wo Plätze frei sind. Und danach kommen Ausbildungsinstitute, die gelben Seiten und einfach nur Google-Suche, wer ist in der Nähe und man soll sich melden. Und meiner Wahrnehmung nach kommt man so sehr wohl auch schneller als nach vielen Monaten an Psychotherapieplatz. Und es gab jetzt eine Studie, die gezeigt hat, dass 90% aller Patienten, die eine Psychotherapie suchen, nach eigenen Angaben innerhalb von 3 Monaten zu einem Erstgespräch kommen und auch innerhalb dieses Zeitraums, also von 3 Monaten, regelmäßige psychotherapeutische Sitzungen beginnen. Also die Erstgespräche, die könnten ja theoretisch noch beim einen Psychotherapeuten sein und der sagt dann, Sie brauchen Psychotherapie, aber ich habe nichts frei, gehen Sie mal zum Nachbarn, aber der hat auch nichts frei. Tatsächlich ist es oft so, wenn diese ersten Gespräche stattfinden, dass dann der Therapeut, die Therapeutin, bei dem man die führt, sagt, naja, ich habe sehr wohl was frei und Sie passen hier auch hin. Und diese Studie, die heißt ES-RIP-Studie, Evaluation der Strukturreform der Richtlinienpsychotherapie, hat eben gezeigt, dass 90% der Beteiligten innerhalb von 3 Monaten was findet. Und die Studie ist vernünftig, meiner Einschätzung nach. 2200 Therapiesuchende und Daten der Krankenkassen, da kann man schon Auskünfte draus ziehen. Also ob das jetzt wirklich an der Strukturreform liegt, die ja ein paar neue Elemente eingeführt hat. Ich glaube, die hat was verbessert. Oder ob es vorher auch schon so war, wenn man ernsthaft gesucht hat, dass man innerhalb von 3 Monaten was gefunden hat, das kann man hieraus nicht ableiten. Aber wenn man einen Psychotherapieplatz sucht, so diese Studie, hat man ganz gute Chancen, innerhalb von 3 Monaten was zu finden. Wollte ich mal berichten. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie lange ihr gesucht habt, bis ihr wirklich an einem regulären Platz mit mehr als 5 Stunden mit einer dauerhaften Therapie angekommen seid. Ich bin großer Fan der Zeitschrift Psychopharmakotherapie. Das nächste Thema kommt daraus. Und wenn man sich zum Newsletter anmeldet, kriegt man die als PDF kostenlos.
Auch das habe ich im Newsletter verlinkt. Also wer sich für diesen Kanal hier interessiert, der hat wahrscheinlich auch ein Interesse an dieser Zeitschrift. Ich suche ja immer nach Beispielen, wo Männer und Frauen wirklich unterschiedlich viel Medikamente brauchen. Denn das heißt immer, man muss darauf eingehen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und wenn man dann überlegt, was sind eigentlich die konkreten Unterschiede in der Pharmakotherapie, dann weiß man, also Zopiclon, da brauchen Frauen nur halb so viel wie Männer. Aber bei vielen Medikamenten wirkt es so, als bräuchten Frauen doch die gleiche Dosis wie Männer. Und hier gab es jetzt eine Studie, die sagt, dass Frauen etwa nur 50% der Opioide am Opiatrezeptor brauchen wie Männer, um die gleiche Schmerzlinderung, nämlich 1 auf 50%, zu erfahren. Und das ist wieder mal ein Puzzlestein, um ein Gesamtbild zu bekommen, in welchen Bereichen Frauen anders sind. Ich meine, sie verstoffwechseln bestimmte Medikamente manchmal langsamer und brauchen manchmal weniger. Bei Opioiden ist das jetzt ein starker Effekt. 50%, das ist wirklich, wirklich eine Hausnummer, ne? Auch hierzu habe ich die Quelle verlinkt. ChatGPT schreibt orthopädische Arztbriefe besser als Menschen und 10-mal schneller. Jetzt kann man sagen, orthopädische Arztbriefe sind jetzt auch nicht die höchste Form der Literatur. Aber hier sieht man in der blauen Umrandung, wie gut ChatGPT in dieser Studie abgeschlossen hat. Und die ist an einer Stelle genauso wie die lila Umrandung, wo Menschen einen orthopädischen Arztbrief geschrieben haben, also Ärzte, nämlich bei Accuracy Plan After Discharge, also wie akkurat der, ich glaube, Medikamentenplan zum Entlassungszeitpunkt ist. Aber in all den anderen Bereichen ist ChatGPT sogar besser und 10-mal schneller. Ich finde auch, der Arztbrief ist ein typisches Beispiel. Den müsste ChatGPT vorschreiben können oder eben irgend so ein Modell. Und der Arzt müsste ihn dann prüfen auf Richtigkeit und ihn dann durchwinken. Das würde wirklich viel erleichtern, denn alle Informationen, die im Arztbrief ankommen, sind ja im Computerinformationssystem schon drin. Auch hierzu habe ich ein kleines Video schon vor einiger Zeit gedreht, das das zeigt. Aber gut, sei es drum, hier ist eine richtige Studie. Nächstes Thema. Ketamin ist ja eine Droge, die süchtig macht und es ist auch ein psychiatrisches Medikament. Und einen ziemlich guten Artikel zur Ketaminsucht habe ich in der Taz gefunden. Der ist kostenlos lesbar. Ich habe ihn hier verlinkt. Süchtig nach Ketamin, ein ziemlich neues Leben, wo der Autor von seiner Ketaminsucht berichtet. Und ich mache mir im Moment immer mal wieder darüber Gedanken, wann führt unsere Behandlung vielleicht zu einem Abhängigkeitsproblem? Denn Ketamin wirkt ja auch als Antidepressivum. Und man kann das nicht leugnen, dass das wirkt. Ja, also es gibt sehr viele gute Studien und auch sehr viele Fallberichte, dass Ketamin einen antidepressiven Effekt hat, wenn man es als Nasenspray gibt. Und ich habe jetzt mal versucht zu vergleichen. Also die Dosis für eine psychiatrische Behandlung mit S-Ketamin, das ist also nur das S-Enantiomer vom Ketamin, ist 28 Milligramm pro Sitzung, die man nasal zu sich nimmt. Und als Rauschdroge habe ich hier mal bei Safer Use geguckt, also hier raveitsafe.ch. Wenn man schon Drogen nimmt, dann soll man wenigstens Safer Use machen. Die geben als Dosis 50 bis 150 Milligramm geschnupft an. Aber das ist das normale Ketamin. Das S-Ketamin ist ja nur die linksdrehende Hälfte, also das muss man eigentlich mit 2 multiplizieren. Dann hätte ich 60 Milligramm therapeutisch versus 50 bis 150 Milligramm als Rauschdroge. Und geschnupft und als Nasenspray, das ist die gleiche Applikationsform, muss man ja ehrlich sagen. Also ob ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche, weiß ich nicht genau. Vielleicht könnt ihr auch dazu mal was in die Kommentare schreiben. Aber die Substanz, Esketamin und die Dosis, sie sind soweit nicht entfernt zwischen dem, was hier als Safer Use Einstiegsdosis, niedriger Dosisbereich beschrieben wird und dem, was therapeutisch gegeben wird. Kontext ist natürlich völlig anders und Kontext spielt eine Riesenrolle bei Rauschsubstanzen. Ich will jetzt nicht erneut behaupten, dass Esketamin therapeutisch gegeben süchtig macht. Ich weiß aber, dass es schwere Ketaminabhängigkeiten gibt und deswegen muss man sich überlegen, wem gibt man es vielleicht besser doch nicht und wie geht man damit um. Ein sehr kontroverses Thema, Sucht. Entstehung bei therapeutischer Gabe ist kein berichtetes Problem. Weder kenne ich davon Fallberichte, noch lese ich davon. Aber es ist
Es ist ja aber auch kein Geheimnis, dass Ketamin eben auch eine Suchtsubstanz sein kann. So, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt auch Psychcast-Videokurse. Der meistgekaufte ist hier die Vorbereitung auf die Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie. Wenn du in der Vorbereitung auf die Facharztzeit bist, dann ist der total hilfreich. Nicht, dass der die gesamte Psychiatrie in 3 Stunden erklärt, aber die Art, wie man es in der Prüfung, in der Facharztprüfung darstellen muss und so die typischen und häufigen Themen und der Ablauf, das kommt vor, haben schon über 150 Leute geklickt und nur 2 davon wollten das Geld zurück. Also die Rückmeldungen sind ziemlich gut. Das sind die Themen, die da dran kommen. Wenn du in der Facharztvorbereitung bist, dann ist der Kurs, glaube ich, ziemlich gut. Den kann man zusammenkaufen mit den Rechtsgrundlagen stationärer Behandlung. Das geht genau darauf ein, wie man bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel Isolierung oder Fixierung oder Zwangsbehandlung in der stationären Psychiatrie durchführt. Auch das ist ein Kurs, der in der Vorbereitung für die Facharztprüfung gut ist, aber der ist auch gut, wenn man einfach so stationär arbeitet. Ein Kurs, der sich an alle richtet, nicht nur an Ärztinnen und Ärzte, ist der Kurs Segen und Fluch der Antidepressiva. Da geht es darum, welchen Nutzen und welche Risiken Antidepressiva haben und wann man die einsetzen sollte, wann man die nicht einsetzen sollte. Es geht um PSSD, Absetzerscheinungen und was es für Alternativen gibt. Zusammen mit Amboss habe ich einen Kurs gemacht, der ist psychiatrische Notfallsituation. Der ist auch mit CME-Punkten hinterlegt, nämlich 17 Stück, wo es darum geht, was kann ich eigentlich in psychiatrischen Notfallsituationen machen und wie gehe ich da am besten um. Und der jüngste Kurs ist Antidepressiva verschreiben, auch mit Amboss zusammen. Auch der hat CME-Punkte, nämlich 15. Da geht es darum, wie Ärztinnen und Ärzte Antidepressiva verschreiben anhand von 10 Fallbeispielen, die ganz realistisch sind, was man da so beachten muss und was so typische Fallstricke und Vorteile und Nachteile bestimmter Medikamente sind. Gut, die ganzen Quellen gibt es hier im Newsletter. Wenn du den noch nicht abonniert hast, fotografiere einfach diesen QR-Code oder tipp da unten stehend den Link ein. Dann kriegst du den Newsletter und da sind die ganzen Quellen dieser News drin. Und wenn du jetzt den noch nicht abonniert hast und den erst jetzt abonnieren kannst und zu dieser Episode den Newsletter suchst, den habe ich unten in dem Dingsfeld, da Kommentarfeld, auch verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.